Triumph Elektromotorradprojekt TE1. Willkommen bei den Motorrad-News. Bereits im Mai 2019 kündigte Triumph an, ein Elektromotorrad zu entwickeln, welches auf hochentwickelte und innovative Technologien setzt. Mit Abschluss der zweiten Phase präsentieren sie das Layout, den elektrischen Antriebsstrang und die Batterie des Project TE1. An dem Projekt TE1 sind neben Triumph auch Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Limited und das Institut WMG der University of Warwick beteiligt. Finanziert wird das gemeinsame Projekt vom Office for Zero Emission Vehicles. Betrachtet man die Entwicklung in Bezug auf Leistung, Effizienz und Reichweite, dann scheint das Projekt die Ziele der Partnerschaft vollständig zu erfüllen. Insgesamt plant man für die Entwicklung der TE1 zwei Jahre ein. Das bisherige Ergebnis ist ein Elektromotor, der 130 kW bzw. knapp 180 PS erzeugt, nur 10 kg wiegt und damit viel leichter als bisherige Technologien ist. Er besitzt deutlich weniger Masse als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Natürlich muss man beim Akku wieder einiges an Gewicht draufpacken. Daten dazu wurden allerdings noch nicht verraten. Das Layout des Batteriemoduls wurde an das neu entwickelte Chassis der TE1 angepasst und auch dafür ausbalanciert, um passende Fahreigenschaften und ein optimales Handling zu bieten. Die Fahrzeugsteuereinheit ist in das Batteriepaket integriert, um Gewicht und zusätzliche Gehäuse einzusparen. Eine spezielle Software ist für das Management der Batterie zuständig, um sicherzustellen, dass immer die optimale Leistung im Verhältnis zur Batterieleistung, je nach Leistungsstufe, geliefert werden kann. Aktuell liefern die meisten Elektromotorräder nur eine eingeschränkte Leistung bei niedriger Batterieladung. Dies soll bei der hier entwickelten Batterie nicht der Fall sein. Außerdem soll sie eine wegweisende Reichweite bieten. Die gemessenen Prüfstanddaten der Batterie sollen, in Bezug auf Leistung und Energiedichte, alles andere auf dem Markt übertreffen. Weitere Infos gibt es dazu allerdings nicht. Motor und Inverter wurden in ein einziges kompaktes Bauteil integriert, was die Masse und das Volumen des Antriebsstrangs reduziert, da zusätzliche Kästen, Befestigungselemente, Kühlmittelschläuche und schwere Hochspannungsverbindungen eingespart werden. Außerdem ist dieses Konzept skalierbar, sodass man die Anzahl der Leistungsstufen für Motoren mit größerem Durchmesser und mehr Drehmoment erhöhen kann. In den Inverter wurde eine fortschrittliche Silizium-Carbid-Schaltertechnologie implementiert, die dort Verluste reduzieren und zu einer höheren Effizienz des Antriebsstrangs, einer höheren Leistungsabgabe und einer höheren Reichweite führen soll. Danke fürs Schauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findest du auf motorcycles.news oder in der kostenlosen Motorrad-Nachrichten-App für Android und iOS.